So Leute, guten Morgen zusammen erstmal. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop, Ja, man merkt wieder, ich bin noch nicht ganz wach. Wir gehen auch direkt schon rein in den Shop. Was haben wir heute Schönes drin? Ah ja, Unendlichkeitsskin, den habe ich mir damals direkt gekauft, aber ich muss ehrlich sein, ich habe ihn seitdem eigentlich gefühlt so gut wie nie gespielt. Ist zwar an sich ein schöner Skin, aber irgendwie, ich benutze ihn einfach nicht. Ganz komisch. Das Rückenhaus war natürlich auch nice. Passt natürlich optimal zu Travis Scott Kappa. Ich weiß nicht, warum er nicht einfach mir den Skin lässt und dann da das Rückenhaus zwar drauf macht. Das ist immer ganz seltsam. So, dazu noch die Pickaxe Sternschlag. Dann haben wir ja die Lackierung noch ewiger Nullpunkt. Die ist eigentlich recht nice. Also die ist wirklich in Ordnung. Zwar ein bisschen teuer für 500 V-Bucks in meinen Augen. Und dann haben wir Vicky wieder mit drin. Mit passendem Rückenaccessoire. Ich reg das langsam auf mit diesem Rückenaccessoire. Ohne Quatsch. Die gibt es in vier verschiedenen Stilen. Zack, dann einmal komplett der Kopf frei. Aber die schöne Brille muss anbleiben. Und dann natürlich noch das Emote dazu. Ah ja. Einmal noch. Ja, spektakulär. Aber das bedeutet halt einfach, sie kann im Match ihren Stil wechseln. Ist eigentlich schon so ganz nice, die Funktion, aber nee, ja. Gibt besseres. So, dann haben wir die Schnurachse drin. Okay, schlecht ist sie nicht. So, das hatten wir schon. Dann haben wir, oh Gott, hier wieder das Riesenpaket. Den Rimräuber wieder zurück. Den gibt es auch in drei verschiedenen Varianten. Aber ich sage halt, die Skins haben mir damals schon nicht gefallen und die gefallen mir auch heute noch nicht. Und wenn ich ehrlich bin, gefühlt siehst du auch keinen in der Lobby damit. Also gut, ich sage immer wieder, es muss euch gefallen, aber mir gefällt es absolut gar nicht. So, davon haben wir natürlich mehrere. Ja. So, dann haben wir aber noch hier diese Ecke. Aber ich sage, wer sich den Skin nicht kauft, der wird auch hier wahrscheinlich nicht zuschlagen. Einmal Rückenaccessoire, das Kissen, die Pickaxe. Mal gucken, wie die sich anhört. Ah, ist okay. Dann diese Paddel. Das sind keine Paddel. Das sind Fritten. Ah ja. Und noch hier die Pickaxe. Ja, die können eigentlich, ja, die sehen schon ganz lustig aus, aber na. So, dann haben wir des Weiteren Rabatz wieder zurück. Jetzt war er lange ewig nicht da, jetzt ist er nur noch da. Und dann haben wir Bullseye mit drin und neue Musik jetzt für die Lobby. Aber wir kennen die Musik schon, weil die auch bei dem genau dem Emote dabei war. Also wer die sich als Menümusik holt, passt auf, dass ihr nicht wahnsinnig werdet, glaubt's mir. So, dann haben wir noch drin Saxophonisch. Dann noch Schrullig. Und davon watschen. Warum er mir hier den Skin gibt. Also der Shop ist manchmal so verpackt. So, das hatten wir alles. Dann das Beastboy-Paket ist noch drin. Batman-Paket noch drin. Ritter der runden Tafel noch drin. Doppelagenten-Paket auch noch drin. Dann das letzte Lacher-Paket immer noch drin. Es verfolgt uns. Selbst jetzt ist es nicht raus, wo das neue Medusa-Paket draußen ist. Wir gucken uns die Gegenstände mal gerade alle an. Der Skin ist recht nice, aber da gefällt mir die Variante definitiv besser. Wie viele Stile hat die? Ne, zwei. Kann die nicht den Kopf... Ah, ist auch reaktiv? Die Frage ist nur, was ist reaktiv? Ich hoffe, er hat mal die Haare, oder? Muss ja eigentlich. Also ist natürlich wieder klar, dass sie hier den Effekt nicht anzeigen. Natürlich auch nicht so gut gemacht. Ja gut, das Rückenaccessoire, ja, ihr wisst ja, für mich, ja gut, doch, hier geht's. Mit ihr geht es, das Rückenaccessoire. So, dann haben wir noch die Pickaxe dabei. Doch, die ist nice. Und natürlich insgesamt 1500, habe ich mich eben verlesen. Ne, doch, 1500 V-Bucks. Also, wenn ihr euch V-Bucks holen wollt, dann lohnt sich das Paket auf jeden Fall, denn ihr habt noch auf jeden Fall noch einen Skin dabei, eine Pickaxe dabei, das Rückenaccessoire auch noch dabei. Also, wer V-Bucks braucht, es lohnt sich auf jeden Fall. Und denkt dran, wenn ihr euch was kauft, gerne meinen Creator-Code benutzen, yt-familyhack. Dann gehen wir ganz kurz zu Rätsel die Welt, da gibt es nämlich heute wieder 40 V-Bucks noch extra zu holen, plus die 50
Für die Tagesmission bedeutet 90 V-Bucks und das Ganze bei Mission, haltet euch fest, 132. Also die 40 V-Bucks gibt es bei Level 132 zu holen. Und in dem Sinne würde ich sagen, euch einen schönen Dienstag und haut rein.